Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Kapitel 4 von Age of War mit den Abenteuern unserer kleinen Schildmaid. Ja, ich muss gestehen, ich habe euch irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, was die Aufnahme heute angeht. Ja, ich habe mich hier so ein bisschen beim Bauen mal wieder ausgetobt. Und ein bisschen rumexperimentiert und ja, da gucken wir doch mal. Also, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Gebäude da wahrscheinlich so lange wegstellen will. Ich habe die Dächer zu. Ich musste tatsächlich an den Ecken jetzt Ceilings hin machen. Keine Ahnung, vorher hat es funktioniert, jetzt halt nicht mehr. Ja, ihr seht schon, von der Rückseite haben wir immer noch Strohdach. Aber ich habe nicht viel Ressourcen hergestellt. Seit der gestrigen Folge. Ich habe die Werkbank jetzt mal umgebaut. Wir haben jetzt hier unseren kleinen Stinker drin mit vielen Fenstern. Also den Gerber. Mit dem Gerbertisch. Dann haben wir hier wieder die vier Schmelzen. Mit den beiden Feuerkesseln und die Quetsche habe ich jetzt dahingestellt. Natürlich wieder mit Dachabzug, damit der Rauch abziehen kann. Und hier hinten haben wir dann jetzt erstmal Schmied, Rüstungswerkbank und die Schreiner. Da haben wir jetzt einen Stufe 1 Schreiner drin. Ja, stand halt da rum, habe ich sie mitgenommen. Jo, dann haben wir jetzt hier unsere drei Stufe 3 Kämpfer. Leider zwei Männer. Kannst du nicht ändern? So viel zum Thema 75% mehr Frauen. Ja, und gucken wir jetzt mal von ganz unten. Unsere Wildschweine sind immer noch da drin. Ja. Das steht jetzt alles auf einem Plateau. Ob ich das so lasse, weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Mal sehen. Vielleicht werde ich das hier demnächst dann mal ändern. Vielleicht eine Etage höher. Auf die Ebene. Wenn ich da ein größeres Rad hinbekomme. Mal gucken. Ja, ich habe mir gedacht, so kann ich den Platz vielleicht ein bisschen besser ausnutzen. Ich muss aber sehen, wie es mir auf Dauer gefällt. Vielleicht mache ich auch hier wieder zwei getrennte Plattformen raus, anstatt eine große. Und dann muss ich auch mal sehen, wie groß jetzt unsere Taverne wird. Mal sehen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Platz, 1, 2, 3 Platz. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen ja noch ein paar Handwerkergebäude. Ich würde jetzt aber auch nicht viel weiter nach vorne gehen wollen, weil das wird schon arg hoch. Weil der Schreiner muss ja über kurz oder lang da raus. Der braucht ein eigenes Gebäude. Weil, wie ich mich kenne, brauche ich mindestens zwei Schreinertische. Und ja, dann brauchen wir noch was für Alchemie. Dann kann der Kesselflicker da hinten rein. Mal gucken. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Ich wollte ja heute meine Begleiter leveln. Kann ich jetzt alle mitnehmen? Damit die ein bisschen nützlicher sind. Sie folgen und wir gehen erstmal nach unten. Weil ich will die beiden Jungs und unsere Dame nicht oben rumlaufen lassen. Ach, sie sind alle am Dach. Naja, kann man machen. Okay.
Sonst sind die nämlich schneller tot, als ich gucken kann. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein paar Level und gehen dann Richtung Schlund. Krater, wie auch immer er jetzt heißen mag. Aber wir können einmal hier durchgehen. Obwohl, dann komme ich nur wieder vor. Wenn da ein Guter drin ist, dann bin ich wieder deprimierend. Haben die mich gerade weggeboxt? Nee, ne? Moment, ich brauche das Leder. Ich brauche das Leder. Im Moment, wo... Ja. Im Moment brauche ich auch noch leichtes Leder. Oder heute. Jetzt nur von dem großen Krokodil fernhalten. Später werde ich dann, wenn ich wieder leveln gehe, mal Timelapse machen oder es dann auch ohne euch erledigen. Oh, erledigen. Die haben jetzt alle einen Speer. Aber ich wollte den nicht auch noch Waffen herstellen. Die Rüstung reichen schon. Und mit dem Speer kommen die ja erstmal klar. Ich wollte ja in die Richtung. Und ja, dann später werde ich die NPCs, die wir haben, wieder alleine leveln. Ist ja jetzt nicht so aufregend. Aber so die ersten. Denke ich, kann man gut mal zusammen machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bis Level 20. Aber... So, den Anfang. Kriege ich auch dort wieder Fleisch. Ach, ich habe vergessen, das Fleisch aus dem Feuer zu nehmen. Naja. Halb so wild. Zu trinken habe ich auch nichts. Also jetzt in Real Life. Geht man am besten hier bei den Hyänen. Wuff. Weil im Moment traue ich mich nicht noch, noch nicht zu Dalinsia oder den Berserkern, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, da würde ich im Moment elendig dahin siechen. Ich könnte auch sagen, die würden mir den Schädel einschlagen. Weil wenn ich Pech habe oder Glück, steht da eine Dalinsia und zwei Berserker rum und dann war es das für mich. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob ich wirklich bei der Stärkewaffe bleibe. Oder ob ich nicht doch irgendwann wieder wechsle. Vielleicht finden unsere Schildmeid auf ihren Reisen ja zufälligerweise ein Katana oder so. Und ist davon begeistert. Kann ja sein.
letzten Durchgang. Mit der AOC-Mod musste ich ja nicht groß nach Waffen suchen. Weil wir da hatten wir ja schöne Waffen von der Mod. Kann jetzt also sein, dass wir mal den ein oder anderen Dungeon farmen müssen. Und ich natürlich dementsprechend Schlüssel besorgen muss. Aber das mache ich im Moment auf jeden Fall noch nicht mit den Begleitern hier. Da würde ich nicht weit kommen. Ach ja, ist halt der Anfang, ne? Sollen wir das Camp eben machen? Nee. Lass mich in Ruhe, lasse ich euch auch in Ruhe. Ihr schafft doch die hier hin schon, oder? Ja. Ja, wenn ich helfe, bestimmt. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Nee. Gott, oh Gott. 20 vor 9 am Abend und ich bin müde. Achso, ja, nochmal für... Ihr hattet mir die Hinweise gegeben, dass bei der einen Hütte der Nordheimer noch ein Kochrezept ist und Zauberspruchrolle. So, und ich habe auch jetzt mal gesehen, dass da wirklich ein NPC noch hinterm Haus steht. Wäre ich nicht drauf gekommen. Gaben die auch Gammelfleisch? Wildfleisch? Hey, die haben noch nie Wildfleisch gegeben. Never ever. Gehört zu uns. Naja, aber Dämonenblut. Können wir es gerade am Anfang ja wieder gebrauchen. Dungeon. Und mal gucken, wie weit ich heute komme. Jetzt beim Leveln. Ansonsten muss ich der erste Dungeon ist ja nicht besonders gefährlich. So viele Gegner sind da ja nicht. Kuckuck.
Andererseits würde ich es natürlich gerne durchziehen, auch jetzt mit Schild und Schwert zu kämpfen. Wäre ja sonst schon ein kleiner Stilbruch. Wow. Haben sie jetzt mal alle schön daneben gekloppt. Zweimal. Gib mir das Zeug. Was krieg ich denn bei dir raus? Ey! Haben die Leiche jetzt mitgenommen? Die tote Leiche. So, macht irgendeinen. Keine Stahlwaren dabei? Unverschämt. Unverschämt. Ach, Goldstaub. Nett. So, wie sieht's jetzt bei euch mittlerweile aus? Stufe 5. Naja, geht ja. Geht ja voran. Ich weiß, sie haben nicht das beste Essen. Sie haben halt das, was ich habe, ne? Und ich habe Durst. Ich habe gerade selber keine Lust mehr rumzurennen. Wow. Nach einer Runde. Das ist nicht gut. Ja, die schaffen das jetzt alleine. So, Jungs, Mädel. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie es geht. Ich hole euch hier in 3 Stunden wieder ab. Klappt nicht, sagt er. Naja, schade. Auf jeden Fall kommen sie mit den paar Hyänen jetzt. Auch wunderbar alleine, klar. Und ich level auch noch. Toll. Wenn ich selber nicht kämpfen muss, ist das schon viel angenehmer. Hallo? Ich baue die jetzt nicht mehr ab, das kostet mich einfach zu viel Zeit. Das dauert mir jetzt einfach zu lange. Kohle. Kohle nehme ich mit. Da habe ich wieder Zeit für. Laufen jetzt wieder schön aneinander vorbei. Nee, doch nicht. Wir haben sie getroffen. Cool. Ich wette, da kommt schon wieder ein Gegner. Ne. Wow. Was ist denn los hier?
Ja, die nehme ich auch mit. Geht da ein Jock? Lerne ich da irgendwas durch? Weiß ich jetzt gar nicht. Neues Emote. Okay. Nett. Hörner. Wow. Fleisch. Ja, ich habe jetzt kurz überlegt, das Fleisch aber halt zu nehmen und die Menschen auch noch abzubauen, aber. Geht doch mittlerweile. So, Lady hat wieder am wenigsten Leben. Granat. Jo, warum? Das ist doch die Dreier, die ich mitgenommen habe, oder? Ja. Sollte noch laufen. Trommel will ich nicht. Ey! Ich will sehen. So, was haben wir denn hier noch? Das kann ich gebrauchen. Wir haben unseren ersten Schatz. Yay! Können wir schon fast die erste Säuberung starten. Machen wir dann Stufe 1. 1, 1, mein Gott. Können wir da nicht reden. Bis wir den Gastwirt haben. Fällt er runter? Ja. Jo, Tugra schafft den auch, oder Durga. Durga. Was wird da ein Nord wohl sagen? Waren die eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent? Oh, weiß ich gar nicht. Muss ich mal Google bemühen. Ob die Gänsefüßchen-Wikinger auch in Afrika waren. Die sind ja auch bis Nordamerika gekommen. Wieso eigentlich nicht, ne? In ihren kleinen Bötchen, ne? Das ist auch eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Yeah!
bin mir sicher, die hatten keine Speere. Und keine Flügel am Helm. The wrong fight. Den Spruch haben wir schon lange nicht mehr gehört. Wir gucken gleich mal. Welchen Level wir haben. Und dann mache ich vielleicht gleich oder morgen den Rest ohne euch. Und dann würde ich sagen, besorge ich, oder muss ich gucken, wie ich zeitlich morgen zu euch komme. Wenn ich die Level und dann noch Schlüssel besorge, oder ob wir zusammen Schlüssel besorgen, dann nur, weiß ich nicht, zwei oder so. Und vielleicht dann den ersten Dungeon machen. Tell me your name, so that I can carve it on your tire. Okay, ich kenne die Sprüche noch gar nicht. Von den Nordier. So, seid ihr schon Stufe? Na, fast Stufe 7. Machen wir da hinten das Lager nochmal. Ich glaube, ich mache die dann heute noch auf Stufe 10. Während die Folge für morgen rendert und hochlädt, sind ja dann nur noch 3 Level. Stufe 7 haben sie schon mal. Der hat dich doch gerade beschossen. Wo ist denn der Häuptling jetzt hin, Alter? Gold, sehr gut. Oh, hier kommen sie aber mittlerweile schon. Sehr gut durch. Noch mehr Gold, wunderbar. Habe ich da doch wirklich mitgenommen, ja. Würde ich zwar keine Münzen rausmachen, aber... Stufe 7. Ich glaube, den ist ganz schön warm hier. Also, ich mache jetzt noch bis die Folge halt fertig ist für morgen. Und dann gucke ich morgen früh, ob ich 2 Schlüssel für uns besorgt bekomme. Und dann würden wir morgen dann in der Folge runtergehen in die Tiefen. Den ersten Dungeon machen. Ja, das wäre soweit erstmal der Plan. Mal gucken, wenn ich mehr Schlüssel besorgen kann, machen wir den Dungeon vielleicht direkt zweimal oder so. Ich darf nur nicht Pfeil und Bogen vergessen. Und gucken mal, ob wir eine bessere Waffe kriegen, weil irgendwie möchte Funcom uns das ja immer schwerer machen. Die schönen Karawanen weg. Ah!
Kisten in der Welt weg. Schnief. Erstmal schön daneben laufen. Ist gut, ist gut. Okay. Ja, war jetzt mal wieder so eine Folge, die einfach mal passiert, die sein muss, mit Zeug, das keiner gerne macht, aber man das machen muss. Und ja, ich denke, morgen machen wir da mal wieder ein bisschen Action. Ich hab schon Akku. Und dann kann ich ja gleich, wenn die Stufe 10 sind, vielleicht noch ein bisschen weiter, nochmal nach den ganzen Baumaterialien gucken. Aber ihr könnt mir auch mal sagen, was ihr von dem Podest haltet. Ich meine, ihr habt es jetzt nur kurz gesehen. Aber ihr kennt es ja auch schon von mir. Ich muss das jetzt erstmal wieder bisschen sacken lassen, ob mir das gefällt. Oder eben nicht. Jetzt machen wir ja doch noch eine Runde zusammen. Ich bin schon gemein, ne? Mal gucken, vielleicht mache ich gleich ja noch ein bisschen länger. Ich muss auch noch zwei Folgen The Division hochladen. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob ich für morgen überhaupt noch eine Folge hochgeladen habe. I don't know. Ja. Jetzt gehen wir noch hier raus. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.